Ich fange mal an und du ergänzt, ja? Ja, toll. Mhm. Also Ute und ich. Harald Hauswald. Und da sind wir schon die einzigen drei noch von den Gründungsmitgliedern, die noch in der Agentur vertreten sind. Das ist Lynn Schröder, Pepper Christopher. Wir wollten das abwechselnd machen. Ach so, gut. Dann bin ich jetzt wieder dran. Ja. Also Lynn Schröder, Pepper Christopher, Annette Hausschild. Das Schlösser. Darwin Meckel. Anne Schönharting. From a financial point of view, let me be blunt. Detroit's broke. Julian Röder. Thomas Mayer. Da fehlt noch. Hilf mir bitte. Espen Eichhöfer. Mach du Tobias doch. Kruse. Tobias Kruse, genau, der einer der jüngsten jetzt bei uns in der Agentur. Ja. Schon Heinrich Völkel. Heinrich Völkel und Franschinski. Und dann fehlt noch Essen. Haben wir schon? Nee, mir fällt jetzt, glaube ich, keiner mehr ein. Hast du mitgezählt? Maurice Weiß haben wir immer vergessen bei der Aufzählung. Maurice Weiß, ja, das geht noch weiter. Das geht bestimmt noch weiter. Sibylle Fendt haben wir auch vergessen. Aber uns fällt jetzt, glaube ich, im Gespräch immer noch ein. Ich glaube, wir haben Jörg Brüggemann vergessen. Bei der Aufzählung. Immer. Oh, Jörg. Aber jetzt wird er geehrt. Wir sind 17 im Moment. Du bist schon bei 17. Ich bin jetzt bei 12? Gut, dann war's das. Tobias Kruse, 18. Ja. Ach Mensch, macht nicht so schwer. Thank you.
das ist der Stuhl, er ist unbequem. Das ist der Wacher selber gebaut. Das ist ja echt wie so ein Malerstuhl. Ne? Ah, sie sind groß. Und wir machen auch nicht viele. Wir machen vielleicht 7, 8 Belichtungen. Guck mal, das leuchtet auch sehr schön. Ich glaube, Frau Hoss, Sie müssen Ihr Kinn etwas höher nehmen. Genau, die Finger so lang sind sehr gut, aber auflegen. Das ist also nicht so hart, sondern so ist es ganz toll. Und jetzt versuchen, wirklich so einfach durch die Kamera durchzugucken. Ja? Und aber etwas weicher werden im Ausdruck. Ja, sehr gut. Toll. Und mal ausatmen. Genau. Und jetzt? Wahnsinn. Ich mache noch zwei. Das ist so toll. Ich mache noch zwei. Das leisten wir uns jetzt, Werner. Das geht nicht um Leisten. Das leisten wir uns jetzt, noch zwei Belichtungen. Und jetzt hätte ich gern noch mal, Frau Hoss, dass Sie vielleicht die Hände beides ist vielleicht. Oh, toll. Das ist großartig. Frau Hoss, jetzt würde ich wirklich gern noch mal so ein kleines Lächeln. Nur so mit den Augen. Hm, sehr schön. Kopf noch ein bisschen, ja. Und aber dieses Weiche, ja. Und ein bisschen mehr. Danke. Sachen mitgebracht. Ich habe einen Totenkopf mitgebracht. Einen echten Totenkopf. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert. Ich habe einen zu Hause. Nee, den wollen wir natürlich nicht haben. Nee? Nee. Nur keine Totenköpfe. Das ist jetzt echt eine Überraschung. Was, der Totenkopf? Ja, aber da gucken wir uns an. Ach, ich habe doch nur Sachen mitgebracht. Wir gucken uns das in Ruhe an und wenn ihr was blöd fällt, dann machen wir das gar nicht. Und die Jacke? Die fand ich irgendwie ganz lustig, aber auch nur, weil ich sie so liebe und weil es so. Zieh doch mal. Das ist ja so ein Classic, ja? Ja, ja. Bundeswehrjacke. Ja. In Deutschland. Ja. Und ist auch ein Kostüm aus dem Stück. Ja? Das ist schon sehr schön mit der Kapuze. Finde ich gut, weil ich finde die Augen am wichtigsten. Super. Und Lars, es gibt eine Sache, die du. Ja, gerade sitzen. Nee, noch schlimmer. Ja. Noch schlimmer. Du müsstest hier hinten irgendwie Kontakt behalten. Ja, ist doch mit gut. Deinem Zopf. Ja, weil ich bin ja total krumm. Ist doch gut. Wegen der Schärfe. Sonst rutschst du uns aus der Schärfe. Und wo tun die Kollegen so die Hände hin? Da weiß ich ja immer nicht. Wie würdest du denn, wenn du jetzt die Hände mit ins Bild bringen müsstest, wie würdest du die halten? Den Totenkopf würde ich ja so halten. Ich kann, guck keiner mehr in dein Gesicht. Auf jeden Fall. Soll ich mal rausholen? Ja. Also den Totenkopf meinst du? Ja, natürlich. Weißt du, so hatte ich mir das mal so vorgestellt. Nee, wir machen ohne. Vielen Dank. Kein Problem, ja. Also so bin ich jetzt hundertprozentig dran. Ja, wunderbar. Aber das fühlt sich sehr seltsam an für mich. Nee, das ist schon, von vorne sieht das gut aus. Sieht, es ist, wirkt unbequem, aber es hat, man hat eine Haltung. Ja. Ja, das ist eine Präsenz, muss da sein. Ja. Und die soll wirklich nur über die Augen kommen. Also so irgendwie. Und Werner, ist er uns jetzt aus der Schärfe raus? Nee. Okay, sehr gut. Bleib mal so, ja. Ich habe so eine Sehnsucht, mich so zu krümmen. Ich bin wahrscheinlich ewig so. Bei mir ist es eigentlich so eine Sehnsucht nach der Embryonalhaltung, glaube ich. Dieses Aufrechte fällt mir so extrem schwer. Aber ist der Kopf jetzt nicht so zurückgeneigt? Er ist ein bisschen zurückgeneigt. Also so würde sich natürlich anfühlen. So wäre es besser. Aber kriegst du dann Kontakt? Nee, warte, ich kann nicht. Und wenn du oben hin machst, den Stöpsel? Die sind ja voll die Freaks. Ihr seid wie so zwei Erfinder, finde ich. Wir sind's. Ne? Ja. Auch. Ja. Ja.
Kreuz klingt hart. Ne? Mhm. Als Begriff Ost und Kreuz und so. Mhm. Aber das hat ja auch einen Grund gehabt, warum wir uns so genannt hatten. Wir wollten unsere Herkunft nicht verleumden, denn wir waren alle aus dem Osten, die 7 Gründungsmitglieder. Damals hat man noch die Idee, so ein Kreuz zu sein, so ein Drehkreuz zu sein zwischen West- und Osteuropa. Das hatten wir ernsthaft in Erwägung gezogen. Und dann ist natürlich das Wort Osten auch lange Zeit nicht wirklich was so richtig positiv belegt gewesen. Ist es ja heute. Ist ja heute immer noch so. Aber ich meine, man muss halt zu seiner Herkunft stehen und seiner Prägung. Und dass wir geprägt sind davon, das ist klar. Und wir können ja immer noch sagen, der Name kommt von der S-Bahn-Station in Berlin. Wo es so wild ist. Das sagen wir immer, wenn wir keine Lust haben, den Namen zu erklären. Dann sagen wir ganz einfach und ganz schnell, ja, das ist so eine Umsteigestation in Berlin und so eine ganz große, wo 3 Richtungen zusammenkommen. Und das fanden wir so symbolisch ganz gut. Doch, Ostkreuz ist schon die Herkunft von den Fotografen, die das gegründet haben, die Basis. Vielleicht auch ein bisschen, Ostidentität ist zu viel gesagt, aber zumindest den Background, dass man mal ein anderes System erlebt hat. Finde ich für meinen Background wichtig oder bin ich sehr froh drum, also auch wenn es nur total wenig Jahre waren, also alles so totale Kindheitserinnerungen sind, aber irgendwie finde ich das gut, dass ich da wenigstens so ein paar Jahre noch von mitbekommen habe. Nicht, weil ich es jetzt irgendwie toll fand oder so, sondern weil ich das als Erfahrung toll finde, mal in einem anderen System gelebt zu haben. Das ist alles so viel nach sich zieht, also weltweit, nicht unser privat, sondern weltweit so eine Wirkung hat. Und die ganzen Systeme mussten sich ändern, mussten sich angleichen, mussten neue Verhältnisse zueinander finden. Das war mir nicht bewusst. Nur weil die kleine DDR demonstriert hat. Also es war eine unglaubliche Zeit, diese Zeit um 1990. Das ist ja sogar noch das gleiche Tuch von damals. Ja, das ist von hier fotografiert. Muss ja schon einen ordentlichen Weitwinkel drauf gehabt haben. Damals gab es, glaube ich, eine Pfarrerin hier. Und wir wollten so eine illegale Buchpremiere machen. Und an den Wänden hatten wir dann die Fotos und die Texte hängen. Und wie gesagt, es gab keinen Pressehinweis oder irgendwas. Also nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Kirche war rappelvoll. Und ich glaube, der einzige Hinweis, das war dann irgendwie in der Kirchenzeitung. Das war ja die einzige Möglichkeit damals, wo ich überhaupt veröffentlichen konnte. Und da war dann, glaube ich, was drin. Ich habe damals als Telegrammbote angefangen im Prenzlauer Berg. Weil man hatte ja die Pflicht und das Recht auf Arbeit, aber hauptsächlich erstmal die Pflicht.